Einen wunderschönen guten Abend miteinander. Mit diesen wunderbaren Klängen vom Duo Blonde and Grey begrüße ich Sie alle ganz herzlich zur heutigen Lehrabschlussfeier. Liebe ausgelehrte Detailhandelsassistentinnen und Assistenten, ausgelehrte Detailhandelsfachleute, ausgelehrte Kaufleute, Berufsmaturandinnen und Berufsmaturanden. In erster Linie möchte ich Sie ganz besonders herzlich begrüßen zu dem heutigen Abend. Es ist Ihr Anlass, es ist Ihr Abend, wo Sie den Lohn für die letzten 2 oder 3 Jahre Arbeit, Einsatz, Fleiss, Durchhaltewillen, den Lohn dürfen beziehen. Sie sehen da vorne, ein roter Teppich ist ausgelegt. Liebe Absolventinnen und Absolventen, das ist ganz allein für euch hier. Sie haben mit ihrem Fleiss, mit ihrem Durchhaltewillen und dem Ziel vor Augen vom erfolgreichen Abschluss bewiesen, dass sie jetzt als junge und gut ausgebildete Berufsleute einen weiteren Meilenstein in Angriff nehmen können. Es braucht aber noch ganz viel anderen Support, damit der Erfolg gelingen kann. Es ist mir ein Anliegen, all denen Danke zu sagen, die dazu beigetragen haben. Ich denke da zum Beispiel an alle Berufsbildnerinnen und Berufsbildner. Ihr Anteil ist maßgeblich, damit die jungen Leute vor allem im praktischen Bereich zu fähigen Berufsleuten ausgebildet werden. Auch ein Danke an Sie, liebe Eltern, für die Unterstützung, für aufmunternde Worte, wenn es mal nötig geworden ist. Oder vielleicht auch das Dramane, wenn das Lehren wegen anderen Sachen manchmal etwas zu kurz gekommen ist. Ein ganz besonderer Dank gehört meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Lehrpersonenteam. Ihr setzt euch täglich mit grossem Engagement und höherer Professionalität für unsere Lernenden ein. Ebenso grossen Dank auch an Erwin Stadelmann und sein Team im Hausdienst, der verantwortlich ist, dass die Halle, die sonst eine Sporthalle ist, so hergerichtet wird, damit wir hier innen eine so eine würdige Feier haben können. Ich denke, denen allen ist ganz ein grosser Applaus gewidmet. Ich freue mich, das Mikrofon jetzt unserem Festtrainer, Christoph Spöring, zu übergeben. Ja, liebe Gäste, es ist wirklich ein Privileg, hier vorne zu stehen und in die erwartungsfrohen, freudigen Gesichter zu schauen. Es ist so wie eine Energie, die hier gegen vorne strahlt. Liebe Absolventinnen und Absolventen, ich glaube, diesen Anblick werden Sie bald auch geniessen können, nämlich wenn Sie da vorne dann Ihr Diplom entgegennehmen können. Vielleicht sind Sie auch ein bisschen nervös. Ich glaube, das ist nicht nötig. Ihr Kleid sitzt ja eh perfekt. Ich sehe gerade mit der Krawatte, bin ich eher ein bisschen old-fashioned, wenn ich all die Fliegen da sehe, die da gesetzt sind. Oder vielleicht sitzt auch Jeans genau im richtigen Winkel, wie das muss sein. Gut, auf das kommt es eigentlich nicht drauf an. Heute sind wir hier, um Sie, liebe Absolventinnen und Absolventen, zu feiern. Ich glaube, wir alle hier drin sind mächtig stolz auf Sie, besonders sicher Ihre Eltern oder Freundinnen und Freunde, selbstverständlich natürlich auch Berufsbildnerinnen, Berufsbildner, die Lehrpersonen, die Schulleitung, alle, die da irgendetwas beigetragen haben. Ich gratuliere Ihnen zuallererst zu Ihrem Abschluss. Sie haben es geschafft. Sie haben Vollgas gegeben. Der Stress ist vorbei. Sie können heute relaxed zurücklehnen und mit Stolz auf sich herabschauen. Cool gemacht. Sie bekommen das Diplom, Ihren Abschluss über. Ich kann Ihnen sagen, dass Fähigkeitszeugnis, das Attest oder Berufsmaturitätszeugnis, das ist Gold wert. Denn es ist eine staatliche Bescheinigung, die Ihnen und vor allem Ihren künftigen Arbeitgebern aufzeigt, was für Kompetenzen Sie haben. Es ist sozusagen ein Eintrittsticket in die Berufswelt oder in die Welt der höheren Berufsbildung, von der Hochschule, wenn Sie die Maturität schon haben. Und ich kann Ihnen sagen, um das Ticket werden Sie beneiden.
Weltweit. Sie haben richtig gehört, weltweit. Die allermeisten Jugendlichen in entwickelten Ländern gehen nämlich bis gegen 20 in allgemeinbildende Schulen, die haben keinen Bezug zur Arbeitswelt und dürfen somit auch nicht praktisch arbeiten. Hätten sie das wollen? Viele können auch so einen Abschluss nicht erreichen, weil es das gar nicht gibt oder weil die Schule vielleicht nach 4 oder 6 Jahren fertig ist. Ihnen aber stehen alle Türen offen. Sie haben das Fundament gelegt, auf das können sie bauen und sie werden auch gebraucht. Ich glaube, das kann ich auch im Namen der Branche sagen. Sie sind gefragte Nachwuchsleute, man wartet auf sie. Stolz sein, das ist heute ein schönes Gefühl, das kann niemand nehmen. Und es ist auch berechtigt. Doch ist es hinreichend für die Zukunft? Braucht es da vielleicht noch etwas mehr? Man könnte jetzt hier einen gescheiten Philosoph zitieren. Ich bleibe bodennoch. Ich habe nämlich letzte Woche 10 vor 10 geschaut und hat ein Schüttler etwas gesagt. Und das ist bemerkenswert. Der Birkir Bjarnason von Island hat nämlich auf die Frage, warum das Island so erfolgreich ist, hat er gesagt, wir Isländer sind bodenständige und nette Menschen. Doch wenn es zum Spiel kommt, dann wissen wir sehr genau, worauf es ankommt. Und in diesem Spiel sind wir sehr hungrige Spieler. Auf die Schweiz übertragen, unsere Nationalelf sind nicht ganz so erfolgreich gewesen, doch wenn ich auf den wirtschaftlichen Erfolg von unserem Land schaue, so gibt es sicher Parallelen und das hat auch mit ihnen etwas zu tun. Bodenständig und nett, das dürfen wir Schweizer, glaube ich, auch für uns in Anspruch nehmen. Das zeigt sich auch an der KMU-Wirtschaft von unserem Kanton Luzern. Ein konstruktiver Umgang miteinander ist schon immer die halbe Miete für eine gute Arbeit. Und verwurzelt sie an einem Ort und trotzdem internationale Geschäfte führen, in dem sind wir wirklich gut. Wenn es zum Spiel kommt, wissen wir genau, worauf es ankommt. Mit der dualen Lehre haben sie genau das erreicht. Sie haben nicht nur Theorie im Kopf, sondern sie können sie auch anwenden. Sie haben Spielzeuge geübt, gelehrt, umgesetzt im Training, ihre Lehre, immer wieder korrigiert, bis es sitzt. Ich meine, ein Meeting organisieren, für die Chefin Kundenanfragen beantworten, einen guten Brief schreiben, sich in verschiedenen Sprachen verständlich machen, ein exzellentes, persönliches Kundengespräch führen, dass ihre Kunden gerne wiederkommen, das meine ich. Natürlich, mit dem Lehrabschluss sind sie noch nicht in der Nationalelf. Aber wenn ich sehe, wie die Schweiz in den WorldSkills, der Berufsweltmeisterschaft jeweils abschneidet, dann sind sicher einige von ihnen sehr nah dran. Und was die im Durchschnitt voraus haben, das ist der Hunger, wie der Bjarnason sagt. Sie treten nicht an, um nicht zu hoch zu verlieren, sondern sie wollen gewinnen. Das sind die Angefressenen unter ihnen. Die Pikten, die nicht 0815 bringen, sondern die im Detail tüfteln, die alles geben, die nicht nur einen Job haben, sondern eine Profession. Weil in vielen Betrieben solche Leute am Arbeiten sind, am Karren ziehend, denen, wo es ein Anliegen ist, dass der Betrieb läuft, dass die Kunden zufrieden sind. Darum ist die Schweiz erfolgreich. Darum haben wir Vollbeschäftigung und darum ist die Schweiz das innovativste Land der Welt. Und häufig sind es genau die Leute, die sich auch für die Berufsbildung einsetzen, als Berufsbildnerin, Berufsbildner in der Branche. Ihnen danke ich an dieser Stelle ganz herzlich für das Engagement und ich kann Ihnen sagen, das ist nicht selbstverständlich. Es zeichnet sie aus. Eigentlich sind sie also die heimliche Elite vom Land. Sie sind Trainerinnen und Trainer, sie stehen voll im Beruf und geben ihr Wissen von der Praxis 1:1 weiter. Wie eine amerikanische Studie vom letzten Jahr feststellt, die Amerikaner sind hierher schauen, wie man das gut macht, sind die Berufsbildnerinnen und Berufsbildner eigentlich der Schlüssel zum Erfolg vom dualen Berufsbildungssystem. Das Zusammenwirken von Schule, Betrieb, Branche, Bund und Kanton. Gut, liebe Absolventinnen und Absolventen, es können ja nicht alle Top-Shots sein. Vielleicht haben sie es ja auch noch so geschafft, haben eine Schlussspur hergelegt. Vielleicht haben sie auch nicht genau den Traumberuf gewählt. Aber sie haben durchgehalten, sie bekommen heute das Diplom und ihnen gratuliere ich erst recht. Sie können auf dem aufbauen, Berufserfahrung sammeln,
Ich denke, das ist das Wichtigste. Aber zum Beispiel auch im Attest noch ein EFZ anhängen, eine höhere Fachschule besuchen, Berufsmaturität nachholen oder, wenn Sie die schon haben, ein Studium an einer Hochschule starten. Ins Ausland arbeiten. Sie sehen, die Möglichkeiten sind viele. Es ist Ihr Weg, wo Sie gehen. Es ist Ihr nächster Schritt, wo Sie tun. Und der Weg, der schließt sich nicht von allein. Für viele ist er klar. Einige merken vielleicht, ui, das war ein Irrweg gewesen oder ein Umweg. Ich glaube, überall kann man etwas lernen, in jeder Situation. Ein bisschen Gelassenheit in dieser Situation ist sicher nicht schlecht. Das Ausprobieren, Erfahrungen sammeln, gehört zur nächsten Lebensphase. Und wenn mal ein Scheitern kommt, dann ist das Aufstehen der nächste Schritt. Das sage ich vielleicht auch den Eltern, den Müttern vielleicht als Erstes. Seien Sie beruhigt, Ihre Jungen sind jetzt flügge. Sie werden diesen Weg machen und Sie dürfen auch losgelassen werden. In dem Sinn, vielen Dank, was Sie bis heute geleistet haben. Sie machen sicher auch später noch das eine oder andere. Den Lehrpersonen danke ich herzlich fürs Fördern und Fordern. Es war erfolgreich, wenn ich all die jungen Leute hier anschaue. Und ich möchte fast behaupten, dass Ihr Lehrpersonen so ein bisschen Talentscouts gesehen sind. Denn Sie sind die, die die Lernenden am besten können und wissen, wo die versteckten Talente noch rum sind. Und Ihnen, liebe junge Berufsleute, kann ich sagen, Sie können sich heute noch nicht vorstellen, was in Ihnen eigentlich steckt. Das werden Sie noch entdecken in der nächsten Zeit. Machen Sie sich also auf, diese Talente zu entdecken. Halten Sie es wie die Isländer, bleiben Sie bodenständig und nett. Tun Sie genau das, was es braucht im Spiel. Und seien Sie hungrig beim Erreichen von Ihren Zielen. Dankeschön. Ja, wir kommen zum nächsten Punkt vom heutigen Abend. Wenn man so 2 oder 3 Jahre in der Lehre ist, in die Berufsschule kommt, dann gibt es so den einen oder anderen Gedanken, den man hat. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute 2 Lernende, ehemalige Lernende bei uns haben, die uns diese Gedanken zu der Lehrzeit mitteilen. Ich darf dafür bitten, Isabel Brito de Oliveira und den Sandro Bucher. Geschätzte Damen und Herren, es ist uns eine grosse Ehre, Sie an unserer Abschlussfeier zu begrüßen. Wir freuen uns, dass Sie alle gekommen sind, um mit uns diesen speziellen und vor allem wichtigen Anlass zu feiern. 2, 3 oder auch teilweise 4 Jahre haben wir auf den heutigen Tag hingearbeitet. Und jetzt sind wir am Ende unserer Berufsausbildung angelangt und dürfen mit Stolz unsere Abschlusszeugnisse entgegennehmen. Wir wollen noch einmal zurückschauen und nehmen Sie mit auf unsere Lehrzeit. Wir machen einen Rückblick auf die lehrreichen und spannenden Jahre. Die Lehre ist nämlich wie eine Reise, die mit dem heutigen Tag zu Ende geht. Ja, vor jeder Reise stellt man sich die Frage, wodurch soll es denn überhaupt gehen? Man sitzt ratlos von einer grossen Weltkarte und überlegt sich, welchen Ort man gerne bereisen möchte. Soll es an die Wärme gehen oder doch eher ein bisschen an die Kälte? Eine Städtereise oder gleich ein Abenteuertrip in ein exotisches Land? Ja, welches Reisemittel benutze ich denn überhaupt? Das Flugzeug, der Zug oder womöglich sogar mit dem Schiff? Viele Möglichkeiten stehen dem bereit, doch es ist gar nicht so einfach, sich für die passende Variante zu entscheiden. Gern lässt man sich bei einem Besuch in einem Reisebüro beraten und sammelt interessante Infos von den einzelnen Destinationen. Auch die Familie und Freunde geben wertvolle Tipps ab und können einem mit ihrer Erfahrung weiterhelfen. Und irgendwann ist man von einem Reiseziel überzeugt und man macht eine Buchung. Somit hat man eine Entscheidung getroffen, wo durch die Reise gehen soll.
Auch die Entscheidung, wie es nach der Schule weitergehen soll, ist nicht einfach. Soll ich eine Lehre machen, ein Praktikum absolvieren oder womöglich weiterhin in die Schule gehen? Wir haben uns entschieden, eine Lehre zu machen. Und Lee hat sich die Frage gestellt, in welche Richtung man sich weiterbilden lassen will. Eine Ausbildung, bei der man handwerkliches Geschick benötigt, einen Beruf, in dem man im täglichen Alltag mit Kunden zu tun hat, oder doch lieber einen Beruf im Büro. Die Entscheidung ist nicht ganz einfach. Und auch da kann man auf die Unterstützung von den Eltern und von den Freunden vertrauen. Wichtige Informationen über die einzelnen Berufsrichtungen kann man beim Berufsberater einholen. Auch Schnupper in den einzelnen Berufsrichtungen kann ihm helfen, sich festzulegen. Und wenn man sich für den richtigen Weg entschieden hat, kann man sich bewerben, bis man einen Zusatz bekommt und mit Stolz kann den Lehrvertrag unterschreiben. Die Vorbereitung auf so eine Reise ist natürlich außerordentlich wichtig. Was nimmt man denn da eigentlich alles mit und was muss man beachten? Braucht man für die Reise etwas Spezielles oder gilt womöglich in dem Land andere Gesetze? Eine gute Vorbereitung ist wichtig, dass alles reibungslos abläuft. Und dann kommt der grosse Tag. Alles ist bereit, die Koffer sind gepackt, der Blumentränker ist organisiert und die Katze wird vom Nachbarn versorgt. Wir haben ein bisschen ein flaues Gefühl und hoffen, dass alles klappt. Aber die Vorfreude ist demnach riesig. Wir verabschieden sich von den Liebsten, die einem noch einmal auf die Schulter klopfen und sagen, du packst das. Wir schließen die Türen, drehen den Schlüssel und weiss, meine Reise startet jetzt. Genau gleich wie bei einer Reise muss man sich auch bei der Lehre im Voraus über das Geschäft informieren. Gibt es einen bestimmten Dresscode? Muss ich etwas mitnehmen? Man versucht sich optimal auf die Lehre vorzubereiten, damit man organisiert und vorbildlich starten kann. Rückblickend auf den ersten Tag bin ich ziemlich nervös gewesen. Ich weiss noch genau, als ich den ersten Schritt ins Geschäft gemacht habe und gewusst habe, jetzt fängt meine Lehre an. Der Moment, wo man ankommt und zuerst mal kräftig einschnauft, kennt sicher jeder. Viele verschiedene Gerüche kommen einem hier entgegen. Die kennt man bereits, doch es gibt viele, die kann man noch nicht so recht zuordnen. Ein fremdes Land, eine fremde Sprache oder sogar ein anderes Klima. Viel Neues kommt auf einem zu. Am Anfang fühlt man sich noch ein bisschen hilflos, ja, fast ein bisschen verloren. Man weiss, jetzt muss man auf eigenen Beinen stehen und man ist jetzt auf sich allein gestellt. Die Unsicherheit verwandelt sich immer mehr in Selbstständigkeit. Man macht die ersten Erkundungstouren, macht sich mit der Umgebung vertraut und merkt, dass die Einheimischen sehr freundlich und herzlich sind. Und auch wenn am Anfang viel Neues auf einem zugekommen ist, jetzt kann man sagen, ich bin angekommen. Man weiss, jetzt fängt ein neuer Lebensabschnitt für mich an. Und mit gemischten Gefühlen wird man vom Chef begrüßt. Ich mag mich noch genau erinnern, als der Chef mir gesagt hat, du machst die Lehre für dich und für niemand anders. Im ersten Moment ist man stolz auf die kleinen Arbeiten, die man zugeteilt bekommt. Und man versucht, diese vorbildlich zu erledigen. Es gibt Arbeiten, die sind im ersten Moment sehr herausfordernd. Und man wird im ersten Moment ins kalte Wasser gerührt. Aber man merkt, wie man immer selbstbewusster wird. Und auch wenn noch nicht alles perfekt läuft, aus Fehlern lernt man und das nächste Mal läuft es sicher schon ein bisschen besser. Auch wenn der Weg zu unserem Reiseort hektisch und stressig war und wir einen Moment gebraucht haben, um sich an die neue Umgebung zu gewöhnen, irgendwann kommt der Moment, wo man einfach zurücklehnen kann und sich so richtig erholen kann. Man weiss, man ist auf dem richtigen Weg und man kann die Reise vollkommen geniessen. Sei es mit einer Begutachtung von diversen Sehenswürdigkeiten, wo man spannende Sachen erfährt, eine Shoppingtour durch die Stadt oder einfach am Strand liegen und zündeln. Wobei, ich habe gehört, sagen, auch ein Partyurlaub könnte dabei entspannend sein. Der Weg, bis man seinen Platz im Geschäft gefunden hat, war holprig und herausfordernd. Natürlich muss man auch erwähnen, dass gute Arbeit
Arbeit belohnt werden muss. Und mit Stolz nimmt man den ersten Lohn entgegen. Und dann kommt der Moment, wo einem bewusst wird, dass man sich schon mitten in der Lehre befindet, sich als Team gewöhnt hat und reifer geworden ist. Nach dem kommt der Zeitpunkt, wo man das Gelehrte in Tat umsetzen kann. Man ist nun fähig, ganze Tagesabläufe und Arbeiten selbstständig zu erledigen. Dann gibt es aber leider auch nicht so schöne Erlebnisse. Seit Tagen regnet es im Strömen und die geplanten Aktivitäten fallen wortwörtlich ins Wasser. Man ist schlecht gelaunt und alles andere als motiviert. Denn eigentlich könnte alles so herrlich sein. Familie und Freunde vermissen wir auch schon ein bisschen. Und es gibt viele Sachen, die man hier in diesem fremden Land vermisst. Obwohl die Reise bis jetzt so schön verlaufen ist, hat man auf einmal grosse Zweifel. Natürlich gibt es bei der Lehre auch Schattenseiten. Man vermisst die Freizeit, die man früher mehr hatte und nervt sich manchmal ab den Arbeitszeiten. Man ist gestresst von der Berufsschule, unmotiviert wegen schlechten Noten und manchmal einfach nur noch müde. Und dann gilt es, sich von solchen Tagen nicht runterziehen zu lassen. Und irgendeinmal kommt der Moment, wo die Reise langsam am Ende entgegengeht. Und dann muss man sich schon bereits erste Gedanken machen um die Heimreise. Viele Sachen wird man da vermissen. Jedoch freut man sich, dass man die Reise gut überstanden hat. Man fragt sich, was man auf dieser Reise alles gelernt hat und ob einem die Reise vielleicht sogar ein bisschen verändert hat. Vermutlich wird nicht mehr alles gleich sein, wenn man daheim ankommt und man wird gewisse Situationen mit anderen Augen betrachten. Und auch die Frage, wie der Weg nach dieser Reise weitergeht, entsteht. Vielleicht bricht man auf zu einer neuen Reise oder genießt die neuen erlangten Freiheiten. Die einen wissen schon ganz genau, wie ihre Zukunft wird. Und dann gibt es die, die noch nicht genau wissen, wodurch sie den Weg führt. Mit den Abschlussprüfungen haben wir auch die letzte Hürde bezwungen. Das Qualifikationsverfahren hat uns eigentlich alles abverlangt. Dafür dürfen wir jetzt mit Stolz unsere Zeugnisse in die Hände nehmen. Die Reise dahin war nicht immer einfach, aber jetzt haben wir es geschafft. Richtig, unsere Reise ist jetzt zu Ende. Wir möchten allen danken sagen, die uns auf unserer Reise durch die Lehrzeit begleitet und unterstützt haben. Bei einer Person möchten wir zwei uns kurz persönlich bedanken. Herr Studer, wären Sie so gut und würden Sie schnell vorkommen? Ja, der Herr Studer ist der Fachbereichsleiter vom Detailhandel und er hat unsere Klasse DF13B die ganzen 3 Jahre begleitet. Moment. Also einfach so lassen wir hier nicht flitzen. Der Studer war immer da für uns. Und immer wenn wir ein Problem hatten, war er für uns da mit offenen Ohren. Der Unterricht bei ihm war immer mega lehrreich und sehr humorvoll. Und wenn man mal von einer Prüfung ein nervös war, hat er immer gesagt, meine Schöfli, das schaffen wir schon. Das ist doch alles einfach nur ein Nasenwasser. Er hat uns mal erzählt, und ich bin noch nicht ganz sicher, ob das wirklich stimmt, immer wenn er unsere Prüfungen korrigiere, stehe ich auf seinem Pult eine Flasche Whisky. Und je nachdem, wie die Prüfung rauskommt, leert sich die Whiskyflasche immer mehr. Und es hat doch in diesen 3 Jahren die eine oder die andere Prüfung gegeben, wo ich denke, wieder einen zünftigen Schluck genommen habe. Und darum haben wir ein kleines Dankeschön in eine neue Flasche Whisky geschenkt. An alle Lernenden von der BBZ Willisau wünschen wir zwei viel Erfolg auf eurem weiteren Lebensweg und noch viele sättige Reisen. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuhören und wünschen euch noch weiterhin einen schönen Abend. Merci vielmals.
Es war sehr sympathisch. Danke vielmals. Die beiden jungen Leute haben die Ausbildung als Detailhandelsfachleute gemacht und jetzt erfolgreich abgeschlossen. Ich möchte noch ein Wort zum Sandro Bucher sagen. Ich weiss nicht, ob Sie es wissen, es gibt ja verschiedene Berufsmeisterschaften. Auch im Detailhandel gibt es eine Berufsmeisterschaft. Und Sandro Bucher hat an dieser, also alle machen eigentlich mit, kommen ins Ausscheidungsverfahren. Sandro Bucher hat es geschafft, an der Zentralschweizer Berufsmeisterschaft den ersten Rang zu machen. Zu dem möchte ich Ihnen nochmal ganz herzlich gratulieren. Ja, die Spannung steigt. Bevor wir dann gleich mal zum Überreichen von den Zeugnissen kommen, noch kurz ein Überblick über die Resultate. Hier in Willisau haben im Gesamten 180 Lernende das Qualifikationsverfahren angetreten. 173 Absolventinnen und Absolventen haben erfolgreich abgeschlossen. 7 Personen haben die Hürde leider nicht geschafft. Nebst den verschiedenen Fachprüfungen haben unsere Lernenden auch internationale Sprachzertifikate und Informatikzertifikate erworben. Ich denke, das ist ein weiterer Vorteil in jedem Curriculum. Ich finde das grossartig und ich gratuliere euch. Ja, jetzt geht's los. Alle kommen nebst dem Dokument eine Rose über. Ja, und ich denke, wir wissen jetzt alle, weil es keinen Abschluss ohne Anschluss gibt, und das lebenslange Lehren ein ganz wichtiges Anliegen von der Berufsbildung ist, finden alle in ihrem Mäppli auch einen Gutschein vom Weiterbildungszentrum vom Kanton Luzern, der beim Besuch von einer Weiterbildung eingelöst werden kann. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön der Schulleitung vom BBZ. So, jetzt gibt es noch eine kurze Anleitung, wie dass wir die ganze Diplomübergabe gestalten, damit es auf der einen Seite für Sie ganz ein schönes Erlebnis ist und auf der anderen Seite doch, dass wir das mit einem flotten Tempo machen können, weil es doch recht viele Lernende sind, ehemalige Lernende, die jetzt ihr Diplom entgegennehmen können. Die Fachbereichsleitenden werden jetzt dann gleich das Mikrofon übernehmen. Und ihr werdet von euren Lehrpersonen auf der einen Seite euer Zeugnis bekommen, auf der anderen Seite kommen sie so eine schöne Rose über. Denken Sie daran, wenn Sie Ihr Diplom entgegennehmen, ein nettes Lächeln zu der Kamera, damit es auch schöne Bilder gibt, die Sie dann nachher herunterladen können. Wenn Sie Ihr Zeugnis bekommen haben und Ihre Rose, dann gehen Sie doch hier rüber zu dieser Leinwand. Dort gibt es dann, wenn die ganze Klasse Ihre Dokumente hat noch ein schönes Klassenfötali. Und anschliessend, wenn das Fötali dann gemacht ist, dann gehen Sie doch hinten durch, so auf dieser Seite wieder an Ihren Platz. Klassen, die jeweils aufgerufen werden, können sich hier auf dieser Seite parat machen und dann werden Sie einzeln aufgerufen und können dann hier Ihren Gang über den roten Teppich machen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall jetzt schon viel Vergnügen. Geniessen Sie den Moment, wo Sie Ihre wohlverdienten Dokumente entgegennehmen können. Wir starten mit den Detailhandelsassistentinnen und Assistenten. Parat machen kann sich jetzt Klasse DHA 14a mit dem Markus Studer und der Maria Rüsch. Und das Mikrofon übergebe ich jetzt der Sarah Sommerhalder.